An der Stelle zu stehen, wo Willy Paun gestorben ist, erfüllt seinen Vater Niculescu mit Schmerz. Hier ist sein Sohn erschossen worden, mit 22 Jahren. Er hat alles verliert. Hat verliert seine Liebe, hat verliert seine Zukunft, hat verliert seine Pläne. Ich weine, I cry vor seiner Zukunft, vor seiner Liebe. Sein Sohn Willy sieht den Attentäter Tobias R., wie der in der Innenstadt seine ersten Opfer ermordet. Eine Überwachungskamera zeigt oben am Bildrand, wie Willy die Verfolgung des 42-Jährigen mit seinem Auto aufnimmt. Während der Fahrt wählt er die Notrufnummer 110, mehrmals, aber vergeblich. Willy kommt nicht durch, kann niemandem sagen, wohin der Attentäter fährt. Und niemand warnt Willy vor der Gefahr, in die er sich begibt. Selbstverständlich würde man dann am Telefon so jemandem raten, sich da zunächst einmal zurückzuhalten. Und weil ja die Gefahrensituation natürlich erstmal nicht abzuschätzen ist. Also in Zweifelsfällen würden wir immer den Rat geben, auf sich selber erstmal aufzupassen und erstmal zurückhaltend zu sein oder sogar die Verfolgung komplett abzubrechen. Doch so einen Rat kann Willy nicht bekommen. Er folgt Tobias R. weiter, kommt ihm gefährlich nah, zu nah. Am zweiten Tatort am Kurt-Schumacher-Platz tötet der Attentäter Willy mit Schüssen in den Kopf und in die Brust. Für diese Sache ist Schuld Polizei, die Notruf. Darum mein Sohn ist gestorben. Würde Willy Paun noch leben, wenn sein Notruf durchgekommen wäre? Diese Frage ließe sich nicht seriös beantworten, schreibt die Hanauer Polizei auf Anfrage. Bei hohem Anrufaufkommen sei aber nicht auszuschließen, dass Notrufe im Einzelfall nicht direkt angenommen werden können. Anrufdokumentationen zeigen, dass zu der Tatzeit insgesamt nur 5 Anrufe bei der 110 registriert werden. Viele Zeugen berichten davon, dass sie unter der Notrufnummer niemanden erreichen. Auch nicht, als Tobias R., nachdem er Willy Paun getötet hat, weiter mordet in der Arena-Bar. Als der Attentäter die betritt und um sich schießt, ist Idris Hashemi mit seinem Bruder und Freunden gerade dort. Es war so, dass ich in dem Moment halt erstmal nicht wusste, ob ich getroffen bin oder nicht. Ich habe, als ich unter der Theke lag, das Erste, was ich gemacht habe, war mein Handy rausgeholt und 110 gewählt. Da kam ich nicht durch, habe ich ein zweites Mal versucht, bin ich auch nicht durchgekommen. Und beim dritten Mal habe ich dann 112 gewählt, da ist dann jemand rangegangen. Dann habe ich gesagt gehabt, es gab sind Schüsse hier in Kurt-Schumacher Platz 10 in der Arena-Bar gefallen, es gibt Tote und Verletzte, wir brauchen so schnell wie möglich Hilfe. Idris Bruder Said Nessar und ein Freund sterben. Er selbst wird von mehreren Kugeln in Hals und Schulter getroffen, überlebt, schwer verletzt. Wie viele Notrufe damals nicht durchkommen, kann die Polizei nicht sagen. Sie gesteht aber ein, es gab in der Tatnacht nur 2 Apparate, an denen Notrufe angenommen werden konnten. Und selbst die waren offenbar nicht durchgehend besetzt, eine Rufumleitung zu einer Leitstelle nicht eingerichtet. Ich kann dazu aus heutiger Sicht nur sagen, das kann alles nicht sein und hätte nicht sein dürfen. Mir fehlt jegliche Kenntnis und allerdings auch jegliches Verständnis dafür, warum das so gewesen sein sollte. Also solche Notrufe gehören in große, professionell ausgestattete Leitstellen. Die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, sind selbstverständlich spezialisiert. Alles wäre normalerweise nach Stand der Technik seit Jahrzehnten eigentlich Standard. Unverständnis auch bei der Landtagsabgeordneten Nancy Faeser. Ist ganz furchtbar. Darf eigentlich nicht vorkommen. Es darf nicht passieren, dass ein Notruf zuläuft. Es muss immer eine Möglichkeit geben, dass, wenn der Notruf überlastet ist, dass es dann auf andere Notruftelefonate umgeschaltet wird. Weil hier steht ja im Raum, dass Herr Paun dadurch sein Leben verloren hat, dass er den Notruf nicht erreicht hat. Und er hat ja den Täter verfolgt. Und das wäre für dessen Angehörige unglaublich wichtig zu wissen. Warum der Notruf so schlecht organisiert war, ist noch immer unklar. Und das Problem scheint noch vorhanden. Die Polizei teilt auf Nachfrage mit, ein Überleitungssystem für Notrufe, das diese weiterleitet, sei geplant. In der Nacht der rassistischen Anschläge von Hanau sterben 11 Menschen. Willy Paun wird in seinem Auto getötet, weil er helfen will und den Täter verfolgt. Vielleicht aber auch, weil er die 110 nicht erreichen und wertvolle Informationen nicht mitteilen kann. Mehr zu den möglichen Versäumnissen bei dem Attentat von Hanau gibt es heute um 21.55 Uhr in Monitor im Ersten.